Das sind 5 der unrealistischsten Dinge, die uns in Spielen bisher begegnet sind. Die Top 5 beginnt romantisch. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und jemand hat nur für euch Dutzende Kerzen angemacht. Fragt sich nur, wer war das und woher wussten die, dass wir genau jetzt reinkommen würden? Gruselig. Bei uns reicht's nur für Platz 4, beim Leichtathletik-Wettkampf wäre Ihnen aber ein Platz auf dem Treppchen sicher. Spielfiguren, die ohne Verschnaufpause über die Map rennen können. So richtig unrealistisch wird's, wenn sie dann auch noch einen Doppelsprung beherrschen. Aber mit realistischem Bewegungsapparat würden Spiele ja auch keinen Spaß machen. Auf Platz 3 sind Loot Drops. Wir alle lieben sie und nehmen dafür gerne in Kauf, wie unrealistisch sie eigentlich sind. Ich meine, wieso droppen Monster Loot in Form von Ausrüstung, Waffen, Geld und anderem Kram, mit dem sie selbst gar nichts anfangen können? Und ich will gar nicht wissen, wo die das hatten. Das frage ich mich auch bei unseren Spielfiguren. Die schleppen neben Wegverpflegung und Wechselkleidung nämlich oft ein ganzes Waffenarsenal mit sich rum. Deshalb geht Platz 2 an das Inventar. Und ich bin schon froh, wenn meine Hosentasche groß genug für mein Handy ist. Platz 1 geht an die Körperfunktionen. Schlafen, essen oder eine Toilette zu benutzen, sind in vielen Spielen nämlich eher freiwillig. Na gut, vielleicht ist das gar nicht so unrealistisch. Immerhin geht's mir ganz genauso, wenn ich die ganze Nacht zocke.